Willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Wilde Handjagd. So, wir machen weiter. Und ich lüge euch nicht an, es ist wieder Ewigkeiten her, dass ich gespielt habe. Das ist aber prinzipiell nicht schlimm, denn wir haben ja klare Ziele. Na, ich guck mal kurz, die Webcam müsste richtig sein. Wir haben ja klare Ziele im Nachhinein. Wir wollen uns um das Gebiet hier kümmern, damit wir uns dann um die Herrinnen des Waldes kümmern können. Die letzte Aufgabe, die uns noch fehlt auf dem Weg, um herauszufinden, wo sich die Frau des Barons befindet. Da müssen wir dafür hin. Setzt den Hexersinne ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert, weil dieser süße Pfad ja zu den Herren des Waldes führt und da müssen wir ja hin, weil ja die Spuren von der Frau des Barons dahin geführt haben. Ne? Wir gehen erstmal dahin zum Anschlagebrett, weil wir dadurch sicherlich hier ganz viele neue Orte bekommen. Dann gehen wir erstmal nach da. Ups. Toll. Ja. Na, hallo Plötze. Schön hier am Fressen. Es kann gut sein, dass ich so einige Steuerungsfeinheiten nicht mehr kenne. Na, weil, wie gesagt, ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Aber im Groben und Ganzen sollten wir trotzdem jetzt nicht dauernd sterben. Lauf mal querfeldein. Wie schmeckt dir das Silber? Okay. Sehr dunkel. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich sehe auch tatsächlich nicht allzu viel. Plötze! Okay. Schön. Gut, das war ein armer Bär, der jetzt tot ist. Okay. Bewachter Schatz. Sehr schön. Was haben wir hier? Schwert der Viret-Brigade. Nehmen wir mit. Sind natürlich überladen. Wie soll es auch anders sein? Ist das denn gut? Nicht so wirklich. Unser Schwert ist auch schon wieder kaputt. Das ist eine reine Katastrophe aktuell. Wir haben Waffenreparatursets. Top. Haben wir Plunder? Sonstiges. Es wiegt alles nichts, ne? Dann ebenso. Okay, ja, jetzt ist die große Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Na, wie gesagt, storytechnisch müssten wir nach da. Dann würde ich jetzt einfach mal nach da gehen. Das ist ja nicht weit. Und dann Richtung Anschlagebrett. Lass uns hier die Fragezeichen Stückchen für Stück. Stückchen für Stückchen oder Stück für Stück freischalten.
Gut. Ich habe aber generell tatsächlich schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich habe jetzt sehr entspannte Tage hinter mir, in denen ich eigentlich gar nichts gemacht habe irgendwie. Unterm Strich, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ein bisschen, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen hier Gothic 3 gespielt. Sehr geiles Spiel. Beweg dich. Werde ich wahrscheinlich demnächst auch nochmal aufnehmen. Ne, mit einem ganz anderen Weg, als den ich jetzt gerade spiele. Und dass wir dann da auch nochmal Gothic 3 neu spielen. Sehr geiles Spiel. Muss man gespielt haben, tatsächlich. Mit Community Patch ein sehr geiles Spiel. Und auch hier wieder ein Toter. Aber hier ist eine Aufgabe. Na, guck mal. Hallo? Ich hab gegen den Bären mit dem falschen Schwert gekämpft, kann das sein? Gut. Ist das hier geklärt, ne? Und das war jetzt die Quest? Armer Typ. Okay, ich habe gegen den Bären mit dem falschen Schwert gekämpft. Gut zu wissen, das war das Stahlschwert, da hätte ich natürlich das Silberschwert nehmen müssen. So. Moment. Was haben wir hier noch? Okay, das ist keine interagierbare Kiste, ich frag mal nicht. So, okay, das war's hier. Und dann könnten wir jetzt natürlich darunter gehen, aber wir gehen dann erst nach hier. Wir wollen natürlich erst möglichst viele Aufgaben machen, um die Spielwelt gut zu sehen und so weiter und so fort. Es ist ja kein Storyrun. Oh, hier hängt auch jemand. Deshalb gönnen wir uns natürlich möglichst alle Aufgaben, alle Ziele und so weiter und so fort. Ein Wyvern. Das war aber jetzt eher eine schwache Vorstellung. Aber ich finde den Weg gerade wieder sehr geil, den wir gegangen sind. Moment. Wackel. Guck mal hier, mit dem Wasserlauf. Mega schön. Dann müsste das jetzt ein richtiger Bergort sein, oder? Wir gehen mal zu Fuß weiter. Weit ist es ja nicht mehr. Mal schauen, was da auf uns wartet.
wobei wir hier perfekt mal kurz meditieren können bis zum Tag. Das sieht sicherlich dann nochmal deutlich schöner aus. Oh ja. Oh ja, das ist nochmal schöner, oder? Und der Baum da bekommt noch eine große Bedeutung. Das ist eine wichtige Ritualstätte. Und wir müssen hier doch jetzt in die Richtung des Nilfgaardischen Lagers gucken, oder? Hier runter, da unten. Genau, das Nilfgaardische Lager. Der Turm müsste vielleicht hier sein irgendwo. Keine Ahnung. Und der Baum ist... hier. Da ist der Baum. Ne? Der da. Das Nilfgaardische Lager ist dann irgendwo da hinten. Das ist schon echt wirklich schick. Also wie, ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das in The Witcher 3 schon mal gesagt habe, ich spiele aktuell mit Lautsprechern. Also ohne Headset und ohne Kopfhörer. Lauf. Weil ich mit Kopfhörern und Kopfhörern und Headset momentan Kopfschmerzen bekomme. Ne, deshalb ist mir lieber was mit Lautsprechern zu machen. Risiko ist natürlich, dass ihr vielleicht ein bisschen was hören könnt vom Spielsound, wenn er mal zu laut sein sollte. Grundsätzlich klappt das aber bis jetzt immer. Versiegelte Flasche Rabenfee. Das waren zwei Questen. Oh, ist das geil. Ach, sieht das schön aus. Es ist schön. Es ist alles sehr, sehr schön. Die Questreihe, die jetzt kommt unten, mit diesem Finde den Anfang des süßen Pfades, ist eine Questreihe, die tatsächlich komplett auch vor Veröffentlichung des Spiels als Gameplay-Beispiel, als Questbeispiel veröffentlicht wurde. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, das ist sozusagen eine Werbequest gewesen. Und hier haben wir nochmal eine Siedlung mit einem Anschlagebrett. Hallo! Hinter einem Flüstern her, das mich zum alten führte. Und hier ist ein Händler drin. Milch! Frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Wir können dem erstmal ein bisschen was verkaufen, oder? Bombenplötze. Wie Geld haben wir? Ein bisschen was. Okay. Bis dann. Weiß jetzt nicht, ob wir gegen den Gewinn spielen müssen. Oder ob das egal ist. Liebe es ja, wenn Häuser schön gestaltet sind, ne? Da ist Oblivion auch so ein Beispiel. Wenn man sich in Oblivion mal die Häuser anguckt. Deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Das stimmt. Anschlagebrett. Kostenloser Hund. Gebe meinen Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorcht dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten, idealer Hüttenhund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen.
Sintrische Wandteppiche. Tausche 3 aufwendige sintrische Wandteppiche gegen Lebensmittel. Vorzugsweise Fleisch, doch auch Gemüse kommt in Frage. Die Teppiche sind neu und ungebraucht. Wunderbare Stoff mit Leinenkettfäden. Herrliche Wandverzierung war als Aussteuer für meine Tochter gedacht, aber die Schwarzen haben sie erwischt, also gibt es keine Hochzeit. Geraldine. Kirchner sucht Arbeit. Kirchner und Lederer, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an, macht und repariert feine oder auch abgetragene Kleidung. Zuverlässig und pünktlich, holt das Material ab, liefert die fertige Ware stets mit einem Lächeln. Shori, Schwarzstrauch. Stopf- und Flickarbeiten. Wenn man es anziehen kann, kann ich es flicken, nähen, ausbessern oder aufwendig wieder wie neu werden lassen. Habe schnelle, sichere Hände, Garn und Flicken sind im Preis enthalten, aber wenn es mehr als eine Elle Stoff bedarf, müsst ihr den Stoff mitbringen. Zahlungen, Eiern, Getreide oder Kartoffeln. Gerber. Entfleische und gerbe Häute von Rehen, Wölfen und Bären. Preisverhandlungssache. Auftrag Monster aus dem Sumpf. Wer des Lesens kundig ist, der lese dies hier gründlich durch, auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll diese, dass ich für den Kampf Kopf der Bestie gut bezahle, soll wissen, Entschuldigung, ne, dass ich gut bezahle. Alle anderen, bla 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 bla, sollen sich fernhalten. Okay, eine neue Aufgabe. Frage, wo ist der Auftraggeber? Das Ding aus dem Sumpf. Oh, und jetzt haben wir die ganzen Fragezeichen. Ich hab's befürchtet. Ist aber nicht schlimm, dann arbeiten wir die jetzt ab. Das Ding aus dem Sumpf. Einzig schade ist, dass wir hier keinen Wegweiser haben. Ist aber halb so schlimm. Ein bisschen laufen schadet ja nicht. Und dann müssen wir jetzt einmal hier den Berg hoch. Okay. Ein Ort der Macht, okay. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Das ist jetzt schon wieder sehr geil, oder? Das ist Novigrad, würde ich mal behaupten. Da haben wir diesen Baum. Und da haben wir den riesigen Sumpf. Schön. Schön, schön. Und alleine für die Fähigkeitspunkte lohnt es sich im Nachhinein, die ganzen Fragezeichen abzusuchen, denn die braucht man. Monsterlager. Oh, Drachentötergrotte. Was ist denn jetzt das Silberschwert? Offensichtlich das. Sehr schön. Okay.
Die Drachentötergott, das klingt schon sehr cool, aber bis jetzt sehe ich jetzt keinen so mega krassen Zielgegenstand. Der Stein sieht ein bisschen gruselig aus. Vor allen Dingen sehr viele Vorratsgegenstände. Da war ein Schwert drin. Kann natürlich gut sein, dass wir gleich wieder ein Rezept für Hexer-Ausrüstung finden. Das kann ich mir vorstellen. Kommen wir durch, das sehe ich direkt. What the fuck? What the fuck? Das ist ein Waldschrat. Also es ist ein scheiß starker Gegner. Scheiße. Aber das Waffenrad ist halt wirklich ungünstig manchmal. Der viel zu viel Leben hat offensichtlich.
was? Ja, Leute, das war ein Waldschrat. Okay, das war ein Waldschrat. What the fuck? What the fuck? Nee. Entschuldigung. Waldschrat. In diesem Wald jagen wir nicht, nie, auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Waldschrate leben in dichten, unwüchsigen Wäldern. Urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr oft ihr Revier fixiert und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdfähigkeiten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere im Revier zu beeinflussen. Und wenn sie den Tieren auflauern, müssen sie nur nah genug herankommen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung Steinalt zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie hochgefährlich machen. Ja, der war eigentlich viel zu stark für uns. Wir haben es trotzdem geschafft. Finde ich super. Geil. Waldschrat ist jetzt Totschrat. Was ist jetzt schon wieder ein Ekima? Okay, das war nicht so gut. Ja. Wir schaffen das. Ekima. Hexertränke sind für normale Menschen tödlich. Schön. Das ist das richtige Schwert. War ja noch nicht so richtig. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie ich jetzt hier die anderen Konsumgüter nehmen kann. Das habe ich immer noch nicht verstanden, ne?
Meine Güte, haben wir es jetzt? Okay, oben ist das andere Konsumgut. Ich habe verstanden. Ich habe es verstanden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich muss mit der Steuerung wieder reinkommen. Das Massaker von Sintra. Die Reiter Kavalkade donnerte über den blutgetränkten Hof. Sie sahen niemanden an, sie stellten keine Fragen. Sie wussten genau, wohin sie gingen und wozu. Sie wollten die alte Königin töten und sie der sintrischen Prinzessin bemächtigen. Und was aus dieser werden würde, war ungewiss. Zalante hatte sich mit ihren treuesten Untergebenen in der Burg verschanzt. Dort wurde sie von Steinmauern und einem durch Zauber versiegelten Tor geschützt. Doch allen war klar, dass weder das eine noch das andere einem konzentrierten nilfgaardischen Angriff mit Unterstützung durch Magie lange standhalten konnte. Nach 4 Tagen hatten die feindlichen Soldaten die Barriere überwunden. Tagebuch des Hexers Georg. Greifenrüstung. Wusste ich's doch. Ich habe es geahnt. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von den Präfekten von Geos Velen, von Gors Velen, von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffsbrüchigen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel in den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut auf die Ferse des Drachen machen. Oder heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Elfenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hufthöhe 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Arbendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde bei einer hohen Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne jetzt mit der Jagd. Hat scheinbar ja nicht funktioniert. Und hier ist echt ein Drache drin. Hör mal auf. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Okay, das war ein lohnenswerter Ausflug, denn wir haben in der Drachentötergrotte, toller Name übrigens, die Greifenrüstung gefunden. Den Plan der Greifenrüstung. Das werden wir uns später auch mal ansehen, sobald wir beim Schmied sind. Die habe ich sehr gerne getragen tatsächlich, die Greifenrüstung. So, jetzt müssten wir nur gucken, dass wir irgendwie zurück zum Rückeranwesen kommen. Denn von da aus kommen wir gut zu den anderen Fragezeichen. Und wenn wir die haben, haben wir erstmal so eine kleine Basis. Und gucken, dass wir dann im Osten noch ein paar Fragezeichen machen und uns dann ja, Richtung Süden vorarbeiten irgendwie. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt sind wir wieder beim Dorf. Hallo Leute! Niederwirr. Hallo Bär. Tschö Bär. Ist das Rückeranwesen? Rückerhof, tatsächlich. Gut, dann beenden wir die Aufnahme genau da, wo wir angefangen haben, nämlich auf dem Rückerhof. Haben aber einige neue Dinge gefunden, denn wir können jetzt beim nächsten Mal erhobenen Hauptes hier Richtung Osten gehen und uns hier die ganzen Fragezeichen angucken. Na, am besten hier einfach alle. Dann haben wir hier die ganze Ecke fertig. Gehen dann hier rüber irgendwie so da dann zum Questziel. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir schon mal so ein paar Sachen gefunden. Aber die Drachentötergrotte war auf jeden Fall geil. Das hat sich schon mal gelohnt.
Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter bei The Witcher 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Verzeiht mir, wenn ich mich wieder einfinden muss, aber ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen länger nicht gespielt. Ich kann ja mal gucken. März. 2 Monate, Leute. Seit 2 Monaten, ne? Also verzeiht mir, wenn ich mich da ein bisschen einfinden muss, aber dafür klappt es ja ganz gut, ne? Gut, beim nächsten Mal ein paar Fragezeichen und dann, schaffen wir das schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3. Ciao.